Nach einer sternenklaren und ruhigen Nacht geht es heute weiter auf der zweiten Etappe vom Bodensee-Königssee-Radweg. Gezeltet hatte ich heute auf einem One-Night-Tent-Platz. Ja, es ist Viertel nach 10 und ich habe es geschafft, vom Hof zu kommen. Aber ich habe ewig gepennt bis Viertel nach 8, bis dann irgendwann die Sonne um die Ecke kam. Eigentlich wollten wir um 7:30 frühstücken, aber es kam halt anders. Ja, herrlich. Also ich habe so gut geschlafen. Eine Ruhe hier. Und da meinte, ja, die Straße sei doch so laut. Ich habe nichts gehört. Es ist so ruhig im Vergleich zu einer Großstadt oder zu einem belebten Campingplatz. Ja, jetzt geht's weiter Richtung Osten. Ja, nett gemacht. Oh. Ja, ich muss gleich erstmal meine Route laden. Ich wollte jetzt nicht da noch ewig rumsitzen. Und ja, Wasser habe ich dabei. Meine Akkus sind aufgeladen. Mal schauen, wie weit ich fahre. Ich habe jetzt noch keinen weiteren Campingplatz gebucht. War total nett. Wir haben uns gut unterhalten. Sie macht auch so Alpenführung. Und ich habe jetzt ein paar Euro da in die Kasse für den Alpenverein hinterlassen. Geld wollen Sie persönlich nicht annehmen. Ja, danke Luzi nochmal für die Empfehlung. Das war echt super. Kaffee habe ich auch bekommen. Ja, jetzt geht's hier weiter. Wieder auf Asphalt. Ach, es ist wie ein Traum. Natürlich bin ich gerade falsch abgewogen. Ich hätte links müssen, bin rechts gefahren. Also ich habe jetzt heute geplant, 86 Kilometer zu fahren. Campingplatz, weiß ich schon, wie der heißt. Auch egal. Und gegebenenfalls, wenn ich merke, ich komme gut voran, fahre ich halt weiter. Leicht links abbiegen. Jetzt geht's nach Rettenberg und da gibt es wohl einen Bäcker. Rettenberg, 3 Kilometer. Der sollte mich retten über den Berg. So. Heißer Leberkäse um 10 vor 11. Ja. Ja, der Morgen ist gerettet. So, es geht weiter. Und schon wieder eine heftige Steigung. Ich dachte, das wird zum Schluss erst heftig. Oh Mann. Ja, den O-Saft, den habe ich dann noch komplett ausgetrunken. Oh, jetzt muss ich einen Kilo mehr hochtreten. Ah, Leberkäse war super. Ja. Ja, die kleine Steigung habe ich überwunden. Und ich bin noch nicht auf dem Bodensee-Königssee-Radweg zurück. Ich weiß gar nicht wann, aber werde ich dann schon merken. Ah doch, ich bin doch wieder auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Sehr geil. Aber ohne eigene Navigation kann das manchmal doch etwas verwirrend sein. Heute gerade eine super schöne Abfahrt. Nee, schön war es nicht unbedingt an der Landstraße, aber das war klasse, hat Spaß gemacht. Bestimmt 3 Kilometer. Jetzt geht es natürlich wieder bergauf. Halt mal umkehren, hier ist eine Baustelle. Jedes Dorf hat irgendwie seine eigene persönliche Baustelle. Ja, aber immerhin wird da gearbeitet. Umleitung. Aber so richtig schlüssig war es mir auch nicht, wo es dann weitergeht. Hier geht es tierisch steil hoch und
das will ich mir jetzt auch nicht antun, nur wegen dieser Umleitung. Jetzt habe ich überlegt, unten am See, also Richtung See zu fahren und eine andere Umleitung mir selber zusammenzubauen. Ja, fahren wir wieder runter. Ja, wir hatten gerade auch mit den anderen Radfahrern da nochmal diskutiert, mit den Bauarbeitern, ob wir nicht da irgendwie durchkommen. Aber die wollten uns nicht durchlassen. Das sah auch nicht so gut aus, dass man da irgendwie durchkam. Jetzt meinte er, sollen wir durch die Wiese hochschieben. Ja, super. Links abbiegen. Ah, da, ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit. So, die Umleitung haben wir gemeistert, aber dass die da nicht Bescheid wissen. Und für Radfahrer, ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die am Tag vorbeikommen. Ja, ich bin jetzt gerade, wo bin ich? Ja, durchgefahren und bin jetzt schon auf 960 Höhenmeter. Wahnsinn. Nicht ohne. Ja, hier ein solarbetriebenes Gipfelkreuz. Ich stehe hier auf 700, ach Quatsch, 975 Meter oder so. Ausblick, schön. Ja, die Berge sind auf der anderen Seite. Da kann man nicht rüber gucken. Aber es muss ja spannend bleiben. Ne? Kann nicht alles auf einmal haben. Ja, das Gros habe ich heute erfolgreich absolviert. Es kommt noch ein kleines Hügelchen und dann geht es, glaube ich, sehr viel bergab. So, hier auf dem Gipfel mache ich mal eine kleine Trinkpause. Ist ein toller Blick hier. Bevor die anderen beiden kommen, die habe ich noch überholt, die hätten sich bestimmt auch hier gepflanzt. Jo, jetzt hat man hier einen Blick auf zwei Seen. Da hinten. Und da hinten. Ja, weiter geht's. Und schon sehe ich die Berge. Ja, heute geht's durch Füssen, wo ich ja letztes Jahr auch durchgekommen bin. Also kreuze ich heute meine Tour vom letzten Jahr. Ja, ich habe aber echt einen richtig heftigen Gegenwind. Ja. Schont ein bisschen die Bremsen. Hier das Rathaus von Oi. Aha, jetzt geht's hier mal eine Kiesstrecke. Und da. Ach, jetzt kommt wieder Asphalt. Was werde ich wohl sagen? Schön. Cobblestone. Ich bin jetzt in Nesselang und fahre hier an der wunderschönen Kirche vorbei. Hier gibt es einen Kaffee. Ja, ich muss aber mal gucken. Ich habe noch 60 Kilometer. 30 habe ich erst gemacht. Nach 150 Metern rechts abbiegen, dann links halten. Ja, ich bin gerade durch Nesselwang durch Wohngebiete gefahren. Stehe an so einem Bächlein. Das ist echt ein Rinnsal. Ja, merkwürdigerweise ist hier der BKR gar nicht ausgeschildert. Aber ich bin richtig. Ah doch, hier ist er wieder ausgeschildert. Das blaue Schild.
Ich wollte schon fast auf dem Radweg hier, den parallel führenden Radweg fahren. Wäre aber nicht richtig gewesen. Ja, jetzt wird endlich mal dran gearbeitet, das Stromnetz zu verbessern. Ja, ich saß ja gerade auf dem Bänkle und habe gerade noch mal einen Campingplatz Riedsee angerufen, Terrassencamping. Wir meinten, ja, es sollte kein Problem sein, wenn ich so gegen 18 Uhr da bin. 55 Kilometer, wir haben es jetzt 2:30. Ja, muss ich mir ein bisschen ranhalten. Da hat sich gerade noch ein Mann zu mir gesetzt. Der war auch mit dem E-Bike hier unterwegs, aber nur Tagestouren. Ist ja mal eine Abwechslung hier. Schön. Mal ein bisschen im Schatten fahren. Steigerung. Ja, mein Akku hat schon gelitten. Nur noch 43% nach 35 Kilometern. Boah. Aber ein Ausblick, Wahnsinn. Also wenn ich den Begriff Bodensee-Künstlerradweg höre, dann ist es halt das Bild, ne? Jetzt kamen echte Tränen, so schön ist das hier. Nach 90 Metern leicht links ab. So, jetzt bin ich hier am Hopfensee und der Hopferwald. Jo, danke. Ja, bei Hopfen kommen mir irgendwelche Gedanken. Eigentlich müsste das gelb sein, ne? Da ist es auch. Hier fahren einige mit ganz neuen E-Bikes rum. Gerade dachte ich, der hat noch die Bedienungsanleitung hinten auf dem Gepäckträger. Hier übrigens an der Touri-Information gibt es auch so Ladestationen für E-Bikes. Nur falls jemand mal Bedarf hat. Ich muss jetzt nicht laden und ich wechsle gleich mal den Akku. Irgendwo bin ich hochgefahren ins Wohngebiet und jetzt geht es hier wieder runter. Ich hoffe nicht ganz runter, sonst wäre ich umsonst hochgefahren. Nach 100 Metern leicht rechts abbiegen, dann rechts halten. Doch, bin wieder unten hier am See. War eigentlich Blödsinn, aber ich kann mir vorstellen, dass die Route so gelegt wurde, dass man oben die schöne Aussicht auf den See genießen konnte. Ja, hat sich doch gelohnt. Ja, ich wurde begrüßt hier in Füssen mit dem schönen Schlagloch. Sehr schön. Das ist der Flohmarkt, wo ich letztes Jahr war. Quatsch, hier war gerade ein Flohmarkt. Nee, ich meine der Edeka. Ich glaube, ich bringe mal meinen Pfand weg. Geh da mal kurz rein. Kenne mich ja da aus. Schnell rein, schnell raus.
Hab mir jetzt einfach zwei Brötchen besorgt und zwei Wiener. Vier Wiener. Ja, schon wieder Brötchen und Fleisch. Aber irgendwie habe ich da Lust drauf. Weiß auch nicht. Ist mir eingefallen, Mensch, wisst ihr, wo habe ich denn meinen Joghurt? Ah, da fiel mir ein, das habe ich bei Kühlschrank vergessen. Irgendwie Käse habe ich da auch gekauft. Vier Joghurt. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich muss ihr nochmal schreiben, dass sie das verzehren darf. Es fiel mir gerade wieder ein, dass das die Fahrradstadt schlecht weg ist. Füssen. Super zum Radfahren. Füssen lasse ich links liegen und konzentriere mich auf meine Brötchen, die ich demnächst verzehren werde an einer Bank, die direkt im Wasser steht und unter Laubbäumen, sodass ich ein bisschen Schatten habe. So meine Vorstellung. Jetzt bin ich wieder am Lechsteg. Letztes Mal habe ich mich einmal verfahren, bin ich drüber gefahren, musste ich wieder zurück und dann ging es hier weiter auf der Via Claudia Augusta. Also wer das nicht gesehen hat, kann ich meine eigenen Videos empfehlen. Es war eine tolle Tour, nur an dem Tag hatte ich wirklich mieses Wetter. Ich fahre nicht zur Alm hoch. Also langsam geht es mir echt auf den Sack. Flog gerade ein Hubschrauber vorbei. Ich glaube, die suchen mich schon. Leute, das war eine geile Tour. Ja. Nee, jetzt geht's für mich hier weiter auf der Bodensee-Königssee-Radweg. Ist ja ganz ruhig hier, das Wasser. Letztes Jahr war das ein reißender Strom hier. Ja, so viel leerer ist es hier gar nicht. Das ist wahrscheinlich angestaut. Auch dieses Jahr bin ich wieder falsch. Ich habe mich an der gleichen Stelle wieder verfahren. Ich bin irgendwie im Kopf davon ausgegangen, dass es hier weitergeht. Aber die Route führt etwas anders. Also drehe ich wieder um und fahre wieder über den Lechstieg. Herzlichen Glückwunsch, Matthias. Auch hier wieder ein Sternabzug. Nur so, auch wenn ich selbst dran schuld bin. Genau, auch hier, wo ich letztes Mal stand. Rechts geht's zur Via Claudia Augusta und links den Bodensee-Königssee-Radweg weiter. Ja, hier geht's trotzdem weiter. Das war so ausgeschildert. Also. Etwas irreführend, ne? Jo, aber hier geht's weiter. Hier ist richtig Radverkehr, also doch Fahrradstadt. Ha? Dieser Stern wird gleich wieder abgezogen, weil wir nicht mehr in Füssen, sondern in Spangau sind. Doch noch mal kurz hier anhalten und das Schloss Neuschwanstein begutachten. Ich war da mal als Kind, glaube ich. Und letztes Jahr habe ich es nicht gesehen, aber ganz schwach. War total neblig und schlechtes Wetter. Ich hol's mal ran. Ja, näher krieg ich's nicht ran. Muss aber auch nicht. Oh, herrlich. Noch 33 Kilometer und 2,5 Stunden Zeit. So, mit Blick auf Schloss Neuschwanstein erlaube ich mir jetzt meine Brötchen zu essen und die Würstchen dazu. Ah, ich habe noch eine Cola mit dazu gekauft. Sehr geil. Und die Brötchen. Oh, Wiener und Landjäger, wie letztes Jahr. Landjäger vom gleichen Metzger. Nicht, dass sie jetzt besonders gut seien, aber die waren okay.
Gut, beim Essen müsst ihr mir nicht zusehen. Aber ich wollte noch sagen, dass ich Senf habe. So. Da sitze ich da gemütlich rum, bestimmt eine halbe Stunde. Okay, ich habe den Akku noch gewechselt, den kleinen Akku habe ich jetzt eingelegt. Der ist auch voll. Und jetzt kommt eine Brücke. Hallo. So, und jetzt geht's rechts. Und sie haben sich totgelacht wegen der Kamera. Sieht ja doof aus. So, kann ich mal weiterreden hier? Einmal über die Brücke und dann wieder links. Eigentlich wollte ich was erzählen und nicht hier quatschen. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Was ich erzählen wollte, ich habe jetzt den Akku eingelegt und festgestellt, ich habe noch 800 Höhenmetern bei 31 Kilometern. 2 Stunden Zeit und halt den kleinen Akku. Ich hoffe, das reicht alles. Ja, es wird ein bisschen eng. Ich habe gerade den Stick voll ausgefahren gehabt, dann hängt da 2 Meter vor mir. Nee, 1,20 Meter so lang, dieser Stick. Jetzt wird es eng. Upp. Hier sind noch einige, die nutzen das als Trainingsstrecke. Ja, kann man machen, ne? Aber sind halt auch ein paar Fußgänger unterwegs. Hey, ich bin auch wieder am Meckern hier. So, rechts? Ja, ich muss scharf rechts. Ja, ein Campingplatz. Und ich meine, ja, es war gerade der Campingplatz Bannwaldsee. Den hat der empfohlen. Vielmehr ihre Gäste haben davon geschwärmt. Sie selber war, glaube ich, noch nicht da. Wozu auch, wohnt er hier. Aber ich glaube, es ist aussichtslos, hier einen Platz zu kriegen. Das ist nicht direkt am See. Vermute ich mal. Jo, weiter. Jetzt geht es ein bisschen entlang der Landstraße. Macht nichts. Hauptsache, ich kann ein paar Kilometer machen. Ja, ist doch recht windig gerade. Natürlich Gegenwind. Rückenwind, den merkt man halt nicht. Deswegen spricht man doch gar nicht drüber. Ja, jetzt sind wir in Halblech. Ich traue es ja gar nicht zu sagen. Aber ist ja wurscht. Links abbiegen. Also ich hatte ja vorhin was erzählt von noch 800 Höhenmetern heute und auf den 30 Kilometern. Ich habe jetzt inzwischen nur noch 23,4 und habe festgestellt, dass die Höhenmeter, die 800, die absolute Meereshöhe ist, auf der das Ziel liegt. Oder nee, auf der wir sie gerade sind. Ich dachte, warum wird das mehr oder weniger? Das kann doch nicht sein. Das ist wieder so typisch. Lacht mich ruhig aus. Bin doch irgendwie ein bisschen verpeilt, oder? Aber ist doch cool. Bagger, Bagger, Hubsteiger, Hubsteiger. Radservice, hier ein altes Bonanza. Ja, cool. Hoffentlich kann der was. So, bin jetzt aus Trauchgau raus. Ja, von einem Schlag auf den anderen waren alle Radtouristen weg, bis auf einen. Irgendwas schlackert da, wenn ich. Was ist denn das? Wenn ich so ein Schlagloch fahre und so. Keine Ahnung, ich dachte, dass die Haken von der Ortliebtasche nicht eingerastet sind, aber sind sie doch. Ach, wahrscheinlich hüpft die hier hin und her. Naja. Ist alles in Ordnung bis jetzt. Und windig. Gegenwind. Ach, herrlich. Noch 23 Kilometer oder so, roundabout.
ist aber hügelig hier. Wie die wohl entstanden sind? Also ich glaube nicht, dass das eine Mülldeponie war. Ach schön, dass man wieder ungestört quatschen kann. Schubinkel. Oh, das ist hier recht steil. Oh, jo. Ist ja geil. Die Jungen. So, jetzt haben wir noch ein paar kleine Hügelchen. Aber wenn ich ganz oben bin, mache ich eine Pause. Es geht schon los, dass ich manche Kühe nicht beachte. Verzeiht's mir, aber so ein gewisser Gewöhnungseffekt setzt ein. Ah, schön, das Licht da so durchkommt. Die seien gut, die Bremsbeläge, haben sie mir gesagt. Und ich habe sie auch eingebremst. War noch teuer, das ist aber kein richtiges Pinkel. Deswegen fahren wir weiter. Also ich wollte auf jeden Fall noch mal eine Pause machen, auch wenn ich jetzt nur noch 14 Kilometer habe. Aber dann ist der Tag heute schon so zu Ende. Muss ein bisschen in Ruhe ausklingen lassen. Ich habe immer so viel Masse, wenn ich bergab fahre, ich überhole mal alle. Inzwischen gibt es wieder Touristenaktivitäten hier. Da scheint es wieder ein anderes Zentrum zu geben. Mal ein netter Ort, Doppelpause zu machen. Ist sie drauf? Ja, ich glaube schon. Also ich war knapp davor, mich jetzt da hinzusetzen, ein Bier zu trinken, aber hier gibt es keinen adäquaten Fahrradabstellplatz. Deswegen fahre ich jetzt einfach weiter. Ja, hier bei der Wieskirche war ich schon mal. Ja, ich erkenne sie wieder. Aber erst nachdem ich gelesen habe, dass es die Wieskirche ist. So, ich trinke jetzt ein Zeltaufbaubier. Dann muss ich das nachher nicht trinken, wenn ich es aufgebaut habe. Ja, dann mal Prost. Ja, das Bier habe ich mir gerade beim Kiosk hier gekauft. 3 Euro hat das gekostet. Oh, das sieht ja auch ziemlich verlassen aus, da das, der Biergarten. Ja, dann mal Prost, ne? Jetzt habe ich 2 andere Radreisende gerade hier vorbeifahren gesehen, die ich auch schon ein paar Mal geholt hatte. Die wollen bestimmt auch auf denselben Campingplatz. Ich denke mal, ich muss den auch überholen, damit ich den besseren Platz kriege. Und dann schnell austrinken. So, ab hier, ab Wies, verlasse ich den Bodensee-Königssee-Radweg. Diese Aussage entspricht nicht der Wahrheit. Ich bin weiterhin auf dem Bodensee-Königssee-Radweg unterwegs. Ich habe den Clip aber drin gelassen, weil die Wieskirche im Hintergrund so schön zu sehen ist. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ist das schön. Ich bin gerade in so einer kleinen Hütte vorbeigefahren, total nett. Und da hat so eine Familie ein kleines Zelt außen aufgebaut. Und in der Hütte stand auch Zeltplatz dran. Weiß gar nicht, was war denn das? Das war echt ein lauschiges Plätzchen. Ich war ein bisschen steiler runter, als ich dachte. So, weiter geht's. Ich habe noch um die 9 Kilometer. Stopp, okay.
diese süße kleine Kapelle hat gerade in dem Moment gebimmelt, als ich vorbeifuhr. An dem Moment war meine Speicherkarte voll. Deswegen werde ich es noch mal nachvertonen. Na, offensichtlich bin ich doch noch auf dem BKR. Na denn, soll das so sein. Ich habe die Kühe jetzt nicht beachtet. Also meine Erwartungen waren schon recht hoch, was den BKR angeht. Aber den ersten Etappen hat mir jetzt nicht so viel versprochen. Aber es ist echt schön, schon traumhaft. Also es gibt noch ein paar Stellen, wo man an der Landstraße fährt, aber das ist echt wenig bis jetzt. Ich glaube, es war fast ein bisschen zu schnell dran vorbei. Ich soll ein bisschen aufpassen. Links abbiegen. Eine Restauration. Ja, insgesamt werde ich so 92 Kilometer gefahren sein heute. Und bin eigentlich recht zufrieden. Ich hätte überlegt, vielleicht weiterzufahren. 120 Kilometer, dann wäre ein anderer Campingplatz noch gekommen. Aber ich bin ja fast zu spät losgekommen. Ne? Ich bin ja um 7:45 aufgestanden und 10:15 bin ich vom Hof. Ja, da kriegst du einfach nicht mehr Kilometer hin, wenn du so viele Pausen machst wie ich. Ja, und die Steigungen am Anfang haben doch ein bisschen aufgehalten. Also ich hatte ja 30 Kilometer nach, weiß nicht, um 1 oder so, um 1:30. Ich dachte, ich komme überhaupt nicht mehr voran. Aber es ging ja dann richtig schön lange dann auch bergab und um Füssen herum war es ja relativ flach. Ja, hier gibt es sogar einen Womo-Stellplatz. Ein Campingplatz ist es noch nicht, nein, es ist ein gebührenpflichtiger Parkplatz. Jetzt geht es noch mal ein kleines Stück an der Landstraße und da liegt ein umgekippter Kran. Nee, das muss wohl so. Das ist so ein Autokran, kombiniert mit so einem Gitterträger. Ausleger, und nie gesehen, was es alles gibt. Wo muss ich hin? Ich habe noch 2,3 Kilometer. Ich muss nach links. So, bin in Aachen. Ja, so schnell geht das. Für mich gibt es immer so zwei schönste Momente am Tag. Das ist morgens losfahren, wenn so der erste kühle Wind einem so die Ohren bläst, die Sonne scheint. Ja, und der zweite schönste Moment ist, am Campingplatz anzukommen, tatsächlich. Ja, Zelt aufzubauen. Stuhl aufzubauen und Füße hochzulegen. Und nochmal zurückzukommen, wie weit kommt man mit meinem Akku? Also heute habe ich einen Akku leer gefahren bei, glaube ich, 70 Kilometer. Den großen 625er, waren viele Steigungen dabei. Und den kleinen habe ich jetzt auf 50% runtergeäumelt. Ja, falls jemand das wissen will. Ja, ich bin froh natürlich, dass ich den zweiten Akku dabei habe, aber es war für mich nicht, das stand für mich nicht in Diskussion. In Dänemark hat das gut mit einem Akku geklappt. Da habe ich auch nicht so große Etappen gemacht. Ich glaube maximal 109 war die längste Etappe und hatte auch ein bisschen Rückenwind. Ja, jetzt geht's gleich auf den Hof, sind 800 Meter. So, da sind wir. Ich habe jetzt gerade eingecheckt, bezahlt und es ist schon ziemlich voll. Ich soll am Weiher oben mir einen Platz aussuchen. Da kann ich irgendwo mein Zelt aufbauen. Strom ist natürlich nicht, aber ich kann hier noch laden. Bis 20.30 Uhr haben die offen. Da stecke ich das gleich mal ein und wechsle dann heute Abend noch mal, bevor die Nacht anbricht. Und morgen um 7.30 Uhr machen die auf. Könnte ich dann auch noch mal hin und nachchecken, ob alles voll ist. Ich bin jetzt hier am Weiher. Das ist so eine Art Naturfreibad. Ja, und ich habe mir jetzt überlegt, direkt hier mein Zelt aufzubauen. Hier ist noch so ein Wohnwagen und hier auf dem Platz. Da kann ich heute Abend noch baden gehen. Cool. Es bieten sich doch immer wieder Überraschungen. Jeder Platz ist anders. Wahnsinn. Cool.
Das war der zweite Reisetag auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Hat mir sehr gut gefallen, noch besser als gestern. War sehr hügelig. Heute Morgen ging es doch ordentlich bergauf. Also ich, wie gesagt, um eins hatte ich erst meine 30 Kilometer nach 3 Stunden. Und dann kam noch diese Umleitung, keiner wusste, wie es weiterging. Obwohl es ganz einfach war. Und danach eine Abfahrt, es ging lange eben in Füssen herum. Und danach wurde es wieder traumhaft. Auch die Wieskirche hat mich total überrascht. Ich wusste nicht, dass die auf meinem Weg liegt. Ja, und danach auch die Strecke hierher, ganz toll. Ich habe jetzt alles aufgebaut, habe meine Ortlieb-Tasche wieder fertig gemacht, weil ich hier keinen Strom habe. Ortlieb-Tasche mit meinen ganzen Akkus. Ich habe meinen großen E-Bike-Akku jetzt drin mit dem Ladegerät. Die Rode ist, deswegen spreche ich hier direkt ins Mikrofon. Und habe mir jetzt gerade noch ein Bier rausgeholt aus dem Automaten. Im Keller gibt es einen Automaten. 1,50 Euro kostet hier so ein Bier. Genau, und zum Abendessen werde ich ein Brötchen mit Wienern. Ja, das war heute einseitiges Essen. Ich muss mal gucken, dass ich morgen mal ein bisschen für Abwechslung sorge. Ja, ich will jetzt nicht lange rumlabern. Das war ein toller Tag. Morgen geht's weiter Richtung Osten. Was kommt, weiß ich selber nicht genau. Da lasse ich mich gerne überraschen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.